Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es erstmal. Und heute startet wieder die Vlog, das ist halt die Stadion-Vlog-Saison mit dem Spiel 1. FC Kaiserslautern gegen Greuther Fürth. Und ich würde sagen, wir starten gleich rein. So Leute, wie bei jedem Stadion-Vlog bei mir gibt es eine Voranalyse, oder wie auch immer ihr sagen wollt. Und zwar fangen wir mit unseren Gästen an, mit Greuther Fürth. Sie spielen im Sportpark Ruhnhof. Wurden dreimal deutscher Meister, einmal deutscher Zweitligameister und fünfmal süddeutscher Pokalsieger. Der Stadion hat Platz für 16.626 Zuschauer. So, jetzt kommen wir zur Heimmannschaft, dem 1. FC Kaiserslautern. Der 1. FC Kaiserslautern spielt im Fritz-Walter-Stadion. Und Titel hat der Verein einige. Viermal deutscher Meister, zweimal deutscher Pokalsieger, zweimal deutscher Zweitligameister und der größte Erfolg von Kaiserslautern ist der deutsche Zweitligameister 96-97 und der direkte deutsche Meister 97-98 als Aufsteiger, was nur Kaiserslautern derzeit schafft, als Aufsteiger Meister zu werden. Das Fritz-Walter-Stadion, besser gesagt Betzenberg, hat 49.350.000 Plätze. So, jetzt kommt noch die Statistik, wie oft Lautern gegen Fürth gespielt hat und wie oft Siege oder Niederlage oder Unentschieden dabei rauskamen. Es gab 9 Siege für Greuther Fürth, 2 Unentschieden und 14 Siege für den 1. FC Kaiserslautern. Und wir machen jetzt weiter im Außenstudio bei Marcel David. So Leute, wir sind jetzt am Betz angekommen. Ach, man sieht ihn aber gerade schlecht. Wir gehen jetzt langsam hin, gehen auf den Betzebude und wir sehen uns dann gleich wieder. Leute, ich bin jetzt im Stadion. Ich würde sagen, ich habe geile Plätze. Da. Ich bin ganz oben. Und das ist was Geiles. Das ist ein verdammter Fahrstuhl. Der fährt bis da hoch. Und schon auf die Partie. Sehr wird noch bei einem Spiel oder mal schauen, was noch kommt. Bis dann. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt einige Currywurst beim FCK gegessen. Die waren immer relativ geil. Das da ist einfach nicht geil. Das ist einfach eine scheiß Brühe. Greuther Fürth hat fast ein Tor geschossen, übrigens hat er zum Glück nicht mehr ausgerutscht. Das Spiel ist gerade so richtig so. Beide spielen zwar relativ okay, aber auch echt im Dreck. Beide haben zwar gute Chancen, aber irgendwie so richtig ein Scheißspiel gerade. Verlieren beide auf den Ball. Oh ne, jetzt wird was. Komm, komm! Weil man sagen muss, ganz du weißt, dass du bei geil für Sport ist. Da, wo sind wir, hä? Da! Da schaut mir ein Faun zu! Also das ist mal geil! Der Karl ist ein riesiger Retter. Also, zweifach 100%ige Chance hält der. Der Typ ist saustark. Versuch 2! Ja, der war nix. Eckenteil 1 von der anderen Seite. Wie gesagt, wenn wir jetzt drin, wie ich sage, der macht nicht Hilfe, das ist wunderbar schon. Nein. Wenn ihr es gar nicht geflogen ist. Der macht ihn nicht. Macht ihn nicht. Das Ding ist auch, sobald die Laute anfängt, was zu machen, hört man den Haufen da hinten gar nicht mehr. Aber trotzdem, auch wenn es vielleicht nicht so viel ist, ein Respekt für jeden einzelnen Ausfahrer, der sich dort antut, sind ja trotzdem noch mehrere hundert Meter. Ein Unterhalter sollte werden mit dem Schrein. Ich will gleich wissen, was verdient, wenn wir jetzt treffen, was dann passiert. Komm! Was für ein Scheiß da unten. Was für ein Scheiß! Der Typ. Eskaliert den Kopf.
komplett mal wieder. 2-0 für Kräuter. Gott, lass uns die Jubel umhalten. Die Wege. Im Sonnenspiel, bevor ich so was Fettes deswegen war, kritisch. Das ist das Kalotonspiel, weiß ich nicht. Sollte man nicht machen. Kommt das Tor jetzt wichtig? Anschluss vor der Zentralstelle, der Sieg ist wichtig. Wie unser Außenreporter schon sagte, es war eine Kackpartie. Und zwar beide Seiten fette Fehler, sehr fehleranfällig, viele Ballverluste. Hat noch sehr viel Pech, weil bei jedem ist der Ball versprungen schon gefühlt. Und es war halt einfach eine Partie, was von beiden Mannschaften kacke war. Lautern hatte halt viel mehr Pech und führt halt mehr Glück. Was man sagen musste, ich hatte in der Halbzeit ein gutes Gespräch mit einem Polizisten. Und das war relativ nett, wir haben uns gut ausgetauscht. Thema Polizei und Fangewalt. Der hat gemeint, dass in Lautern die letzten 20 Jahre die Gewalt von Fans sehr stark zurückging. Das ist doch mal ein Applaus wert. Ich würde sagen, gehen wir jetzt weiter ins Stadion. Dann ist es bekannt, wenn das vielleicht immer noch nicht so.